Willkommen zurück bei Let's Play Tomb Raider. Ja, wir sind jetzt hier auf dem Weg, um den überlebenden Piloten zu retten, der da hinten sein blaues Rauchsignal losgelassen hat. Unser Kollege, der Ruff, der wollte den eigentlich sterben lassen, so wie es ausscheint, um seinen eigenen Arsch zu retten. So würde ich das mal nennen. Die ganzen Leute hier, die sind mir eh korrupt, also die ganzen anderen Charaktere. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist irgendwas im Busch. Und zwar nichts Gutes. Ja, aber wir machen uns jetzt hier auf den Weg, um ihn zu retten. Weil wir sind ja eine Frau. Und unser Gewissen würde das nicht vereinbaren, dass wir ihn dort einfach sterben lassen. Und jetzt schnappe ich mir meinen guten Bogen. Hier die Kollegen ganz heimlich aus. Mensch, ich kriege ja auch mal was hin. Wahnsinn. Ich in den Quicktime-Events da immer dreimal sterbe, bis ich es mal hinkriege. Tut mir leid, aber. Was? Was? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Ross. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Benutzt in der traditionellen japanischen Kräuterheilkunde, oder? Das sind wahrscheinlich. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Ah, jetzt kann ich also meinen Bogen wieder upgraden, weil ich irgendwelche Teile gefunden habe. Oh, ein Häschen! Hallo! Ja, hallo! Man das töten kann? Bei mir gab es ja erst Karnickel. Lecker, lecker. Aber ich glaube, an dem hier ist nicht so viel dran. So. Geht hier. Kann man anmachen. Bringt das? Ach, man kann die ganzen Statuen erleuchten. Ah, irgendwie so ein scheiß Sammelkram. Naja, bin ich eh nie Fan von. Wir machen uns einfach direkt. Oh. Ach ja, wir gehen. Ach, hier sind wir jetzt wieder. Ah, jetzt habe ich einen Durchblick. Ah, ich weiß, wo wir wieder sind. Da ist das Signal. Jo. Hab ich gesehen. Zack. Oh, wie schnell die. Hopp. 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 Sieht zwar ein bisschen eigenartig aus, wie schnell das geht, aber spart Zeit. Ich hier nicht hochklettern. Hey. Warum geht denn die so in die Hocke? Hey. Jetzt bin ich leicht überfordert. Ja, doch hochklettern. Warum macht die das nicht? Das ist ja für eine schöne Taste. Hey, jetzt veralbert mich mal nicht. Ist das schon hoch, ne? Aber wieso klettert die da nicht? Rauf, 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 rauf! Das verstehe ich gerade nicht. Ihr habt es wahrscheinlich schon längst herausgefunden. Ey, hä? Verkauf mich doch mal nicht für blöd. Sind auch irgendwelche Typen. Ach, mit X. Ach ja, so ging das. Ah, ganz vergessen. Ah, natürlich habe ich mich jetzt. Jetzt habe ich natürlich ein Problem.
Mann! Ah, ich wusste nicht mehr, wie das ging. Ich musste da im Springen nochmal X drücken. Aber na okay, ist immer gestorben. Na, jetzt wisst ihr wenigstens wieder, wie es geht und kann da hochschleichen. Mann, 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 Mann. Da ist das Signal. Unnötig gestorben. Ah, ich werde ja auch alt. Ich kann mir nicht mal alles merken. Das sind zwei Tastenkombinationen schon zu viel. Was? Boah, ist doch scheiße. Ach Mann. Wie dumm. Ah, oh, Mann. Da ist das Signal. Jetzt reicht's aber, komm, zack. Wer hat hier gleich zum. Nee, jetzt ordentlich, komm. Ja, wunderbar, und jetzt nach oben. La 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 la, nur Geduld. In der Ruhe liegt die Kraft, meine Freunde. Ich kann ja auch nicht rumklettern. Oder kann ich so? Springt die jetzt voll ins Nichts und dann im Sprung packe ich den Bogen aus. Ich warte einfach mal. Hätte ich mal gewartet. Mensch, stirb! Kann ja nicht sein. Dauert. Ach komm, wir machen die einfach mal an. Na? Vielleicht gibt es da irgendwas Schönes. Irgendwas habe ich schon bekommen, irgendein Outfit oder sowas in der Art. Ja, aber dahinter gehe ich auch nochmal, da war ja irgendwas. So wie es ausschaute. Schon mal. Nö, gehen wir nicht lang. Geh jetzt einfach zu dem Piloten direkt. Ich weiß nicht, ob jetzt da euch noch was war. Wir gehen jetzt erstmal hier lang. Es erscheint mir jetzt nämlich gerade der richtige Weg. Ganz schön windig hier oben. Da hinten ist der Schmied jetzt hier da. Bestimmt gleich wieder ein dreckiger Wolf oder irgend sowas. Psymorin. Hi. Herr Kollege. Oh, die sind jetzt aber schon allzu gut. So, wo kommen wir jetzt hin? Das Spiel mir gerade zeigen, dass es nicht so linear ist, wie ich denke. Hey, jetzt habe ich nur ein bisschen Angst, dass Halle des Aufstiegs. Ja, und gehe ich jetzt auch nochmal zurück? Oder gehe ich jetzt mal einfach mal hier lang? Ich bin mir gerade ein bisschen unsicher. Ich habe gerade irgendwie Angst, dass ich an den Piloten. Setzen uns mal hier ans Lager.
glaube, das ist noch nicht der richtige Weg hier. Wir gehen doch mal raus, komm, schnell, zack, zack. Ich bin mir gerade ein bisschen skeptisch hier. Weil da wartet ja noch der... Oder vielleicht ist das der richtige Weg. Und ich renne jetzt nur zurück und sammle irgendwelche dummen Kisten ein. Aber egal, ich werde es herausfinden. Ich hoffe, das stört jetzt hier keinen. Ich bin mir jetzt halt echt nicht sicher. Wenn ich nicht nachgucke, kann ich es auch nicht herausfinden. Also gucke ich nach. Nicht, dass ich irgendwas übersehe. Da ist meine Neugier dann doch größer. So, jetzt kann er mal schnell mal hier rüber. Ach nee, warte mal. Ich habe hier gar nicht so ein... So ein Gerät. Tambi, dambi, du. Dumme Statue. Oh, da gibt's Ostereier. So, dass wir wissen, ah, hier geht's hoch. Ah, da liegt was. Bla, bla, bla. Ich muss darüber. So, was scheiße bin ich jetzt. Meine Kleine. Ja, jetzt aber zack, zack. Die hat Scheiße gesagt. Ich dachte jetzt schon, ja wieder gestorben. Jetzt komme ich ja nicht mehr zurück. Nicht, dass ich jetzt in den Tempel da nicht mehr komme oder was das war. Oh Mann. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wenn ich das Beste verpasse. Aber man kann ja zu Lagerfeuer wieder zurückkehren. Da kann man ja nochmal. Hey Lara, Roth hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Oh. Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Ja, das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Diener, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ah ja, was ist da nur los? Ich habe immer noch das Gefühl, dass da irgendwas im Busch ist. Der ist hier freiwillig reingegangen, der Kunde. Jetzt sind wir doch kein Gefährt. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Was für eine Periode. Geht. Wer will denn so lange Periode haben? Pilgerfahrt. Herrlich. Ist das nicht wunderschön? Eine Königin. Himiko? Ja, wo sind wir denn hier gelandet? Ganz schön windig. Ratten. Unglaublich. Captain Jessop? Oh mein Gott.
aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Alter. Oh Gott. Boah, was geht denn jetzt? Jetzt kommen wir irgendwelche toten Samurai-Krieger oder was? Die Wächter der alten Festung. Lecker, lecker. Wir hängen bestimmt wieder auch an dem Strick. Hier geht's aber brachial zu. Ich glaube, das Spiel ist ab 16. Moin! Natürlich, wir hängen wieder. Und jetzt machen wir hier wo Disco Party in dem Ding. Die fliegt immer auf die Fresse, ey, die Arme. Die sucht danach Invalid, die kann doch dann ins Altersheim. Rollstuhl, was weiß ich. Was geht hier vor? Das möchte ich auch mal wissen. Ein Opfer oder was? Oh Gott. Da handelt irgendwas Großes rum. Ich weiß nicht was. Aber ich hab's Gefühl, wir werden es noch herausfinden. Ja, liebe Freunde, und wie es weitergeht, was es mit dem dicken Riesen hier auf sich hat, was hier abgeht, was hier los ist, warum die ganzen Leichen, die Skelette, die Toten, oh Gott, das erfahrt ihr in der nächsten Folge zu Let's Play Tomb Raider. Reingehauen!